Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot.eu, heute zum zweiten Teil des Testberichtes des Funray aus dem Hause Multiplex. Wir sind hier an einem Hang in Österreich, an der Tannenalm, und der Funray sollte mal auch hier getestet werden. Ja, jetzt versuchen wir mal in schwache Thermik einzusteigen und starten gleich hier vom Hang raus. Der Wind kommt quasi nicht auf den Hang, sondern parallel, sodass sich dann hier hinter etwas ergeben könnte. Probieren wir es mal aus. Das war aber eine. Ja, die ist aber hoch. Gibt es hier nochmal erwischt, diese Blase, die da hochging? Das sind ja alle richtig. Gut, so. Aha. Okay. Vorteil ist, der gleitet gut. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ich habe leider kein Vario. Ich liege hier auf Sicht. Da ist was besseres Schneiden. Das ist natürlich riskant, am Hang so nah in den Hang reinzukreisen. Das sollte man nicht tun. Und immer so achten fliegen. Aber ich kann mich in diesem kleinen engen Gebiet des Steigens auch. Aber kaum ist man draußen, ist man draußen. Geht so gleich runter. Da ist das Steigen. Mal gucken, ob ich da unten aus dem Tal rauskomme. Wie gesagt, selbst die Leichtwindsegler, die halten sich hier nur so dürftig. Da ist was. Jo. Jetzt habe ich ihn zentriert. Seht ihr, wie schön eng man da hochkommt? Also der Funray ist echt für die Thermik gut geeignet. Ah, herrlich. Rausgefallen, wieder rein. So. Drinbleiben. Wow. Ich habe einen Hammer ausgegraben. Das segelt ja richtig, das Ding. Ja, das ist unglaublich, oder? Ja, Wahnsinn. Wie im Aufzug. Aber das liegt am Bad, das liegt nicht. Das gibt's doch nicht, oder? Ich krieg euch noch, ihr Leichtsegler, ihr. Das ist Leichtsegler. Oh ja. Also, ihr seht, ihr könnt jetzt auf dem Teller kreisen. Und diese kleinen leichten Hutschefiedeln, die kriegt man sogar auch noch ein. Hoppa! Seht ihr? Und wenn man ein bisschen zu langsam macht, wird man gleich erinnert. So. Jetzt liege ich mal weiter vor. Vielleicht ist da draußen noch was. Und jetzt gegen den Wind. Jo. Oh, da ist er. Das ist der. Ausgefallen. Nochmal weiter raus. Aber wie gesagt, ohne Vario, man erkennt es auch sofort. So, und wie eng man den kreisen kann, seht ihr? Hopp, abgeschmiert. Da weiß man auch direkt. Nochmal, einfach Basti kriegt. Wende.
Bart ist nämlich andersrum, seht ihr? Der ist nämlich rechts rum. Kann man viel länger kreisen. Na, ich mache ein bisschen zu langsam. So, jetzt machen wir den Motor an. Du könnt ruhig vorbeigehen, das ist schön. Ja, ja, ich gehe schon. Ich hoffe nur, dass du das Kasten geschafft. Gut, also dann komme ich jetzt mal vorbei, dann bleiben sie kurz stehen. Komme ich von da oben runter. Vorbeiflug. Okay, ich mache jetzt mal. Ich drücke einfach nur nach unten. So, nehme jetzt Part auf und jetzt mache ich eine negativ. Komme hoch. Ah, wollte ein Männchen werden, aber ist ja nicht so einfach. Jetzt mal so ein Männchen. Jo. Jetzt negativ auf uns zu. So gehe ich mit dem auch links in den Kreis rein. Mal gucken, wo da unten Thermik ist. Da steige ich gut. Steigt immer noch. Also wie gesagt, das ist reine Thermik, die wir hier haben. Der Wind kommt quasi, wir fliegen im Lee des Hanges. Und da geht irgendwie so eine Lee-Ablösung hoch. Und die erwischen wir. Das ist nicht herrlich. Also ich finde, das ist eine rundum gelungene Maschine. Hoppa. Also er kündigt sich nicht sehr stark an zum Abriss, was aber nicht schwierig ist, weil man hat ihn sofort wieder. Und die Steigrate ist ja auch immens. So, ich fliege mal so alle Register ziehe ich jetzt nochmal. Rechts trudeln, positiv, gestoßen, geht ins Flachtrudeln über. So, andersrum und wieder gestoßen. Ihr seht, man kann alles hintereinander schön zielt aus- und einleiten. Upp, da ist der Bart. Jo, da ist er. Bisschen zu langsam. Also man sollte schon aufpassen, dass er nicht so langsam fliegt. Ne? Immer schon ein bisschen Power drin lassen. So, und die Nase immer wieder schön unter den Horizont senken. Aufrichten, links unter die Tragfläche gekriegt, jetzt mal ausnahmsweise in den Hang geguckt, aber dann Fahrt aufnehmen bitte. Dusselthermik. Jo. Ah. Ja, wir fliegen hier im Lee des Hanges, ne? Das ist ja auch mit Glück verbunden. Ah, beim Bad. Ja, das geht
kommen lassen. Hoppa, der war gut. Der Schwung. Hopp, seht ihr? Kriegst gleich einen verpasst, wenn du draußen bist. Na, ich mach Motor an. Landung. Jetzt schaut mal, wie langsam der wird. Ich habe die Klappen noch nicht draußen. Jetzt ziehe ich sie langsam. So, guck mal. Guck mal. Das nennt sich doch langsam, oder? Also in dem Sinne, das war jetzt. Wir machen jetzt gleich noch einen Flug, noch einen Thermik. So, die Bedingungen werden jetzt ein bisschen härter von Windstille. Jetzt frischt der Wind hier hinten auf. Er kommt parallel zum Hang und manchmal steht er auch auf dem Hang drauf, ein bisschen mehr auf der Spitze. Und jetzt versuche ich da mal in diese thermikdurchsetzte, winddurchflutete Luft da mal reinzugehen. Wir haben auf jeden Fall Verwirbelungen hier unten von den Bäumen zu erwarten. Und deswegen starte ich jetzt mit Motor, damit wir da keine großen Schwierigkeiten haben. Aufwindbereich sein und seht ihr, marschiert gut ab. Jo, Aufwind ist da und ja, jetzt haben wir reinen Hang auf Wind. Jetzt können wir es laufen lassen. Jetzt macht es Spaß. Jawohl. Und im Rückenflug fliegen wir jetzt. Im Hangaufwind auf. Ja, uns kann es heute gut gehen, oder? Wieder hoch. Juhu, schön gezogen. Und jetzt können wir uns mal ganz langsam in diesen geostationären Aufwind hängen. Ganz langsam Fahrt wegziehen. Also ganz langsam nur im Hangaufwind ist. Und durch leichtes rechts und links lassen wir uns dann quasi in dieser Welle weiter nach hinten tragen. Dass wir dann in dieser aufsteigenden Luftmasse uns dann halten können. Wunderbar. Und es geht aufwärts, immer weiter aufwärts. Weiter links ging es mehr. Weiter nach hinten versetzen lassen. Und los geht's. Vorbeiflug. Stärke 4. Also total agil, wie ihr seht. So, jetzt stellen wir uns da wieder rein. Da ist Aufzug. Schön jetzt in den Aufzug stellen, langsam machen.
rechts und links fliegen, so nochmal Aufzug. Ich mache mal ein bisschen Vario, ich habe da keinen von. Ja, jetzt ist der Fundray auch in seinem Element bei leichtem Wind und wir haben Stärke 3. 3 mehr ist das nicht. Okay. So, jetzt kommen wir vorbei. Vorbeiflug von links nach rechts. Ja, jetzt haben wir alles schön gemacht innerhalb eines Tages. Mit Thermik, schwacher Thermik, zum Tal, die anderen ausgekurbelt. Und jetzt Hangwind, dann kann man es gut fetzen lassen. Nochmal. Rum. Na, irgendwo kommt er wieder Bart. Irgendwo kommt der Hang auf dich, ne? Jetzt geht's runter, oder? Was ist denn das? Ja, muss ich irgendwo im Bad mit starken Fallen dazwischen gemischt haben, dass das so runter ging gerade. Guck mal hinter dem Geier her. Ah ja, da geht's hoch. Deswegen. Da ist auch ein Bad drin, seht ihr? Da ist Fahrstuhl angesagt. Da ist ein Bad drin. Ich war auch im Fallen gerade. Juhu, da geht's aber hoch. Fahrstuhl. So, ich setze mich ein bisschen weiter zurück, indem ich eine kleine 8 fliege. So, und dann bin ich wieder in dem drin. Und das ist gut. Beiflug. Scharfe Nummer. Jetzt geht es hier aber auch aufwärts. Oh, was machen wir hier? Im Rückenflug schönes Steigen. Ich hoffe, der Akku hält gut drin. Ja. So, jetzt mal aufpassen, dass wir hinten da die Bäume und verwirbeln. Da geht's wieder. Ne? Fahrstuhl, 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 Fahrstuhl. Juhu! Und unter die Fläche geschlagen. Also muss es noch links besser gehen. Ah, sind wir süchtig nach Steigen? Jawohl, sind wir. Heiliges Blech, wie geht's da oben? Okay. Vorbei, Flug und Landung.
gehen nochmal hoch. Ah! Maria geht gut drauf. So, Fahrt drin lassen, Fahrt drin lassen, Fahrt drin lassen, Fahrt drin lassen. Und schön langsam. So. Also ihr seht, bei Wind, obwohl der so spitz auf Knopf hier auf den Hang kommt, der geht auch da unten durch die Wirbelschleppen durch, die das sind. Also top, jetzt wird mein Sohn mit seinem 35 oder 37. Start in den Lehrer-Schüler fliegen. Und das können wir leider nicht filmen. Wie gesagt, Funray ist ein tolles Teil. Und Dankeschön fürs Zuschauen, euer Stefan von der Tannenalm. Mit dem Funray. So, der Wind kommt parallel zum Hang. Ich muss quasi hinter die Spitze. Und da wollen wir mal gucken. Ich bin da jetzt ein bisschen... einfach ein bisschen scheu. Wo jetzt müsste ich eigentlich in den Aufwind reinkommen da hinten. Ja. Ganz leichter Fahrstuhl. Auch im Rückenflug spricht Seitenruder gut an. Man muss nicht viel nachdrücken. Also man sieht doch, wie schön windig der ist. Ich tauche lieber was in die Kurve, was ab, anstatt die Nase oben zu halten. Wenn ich weiter oben bin, so wie jetzt, dann lasse ich die Nase auch oben, für die Gefahr, dass der auch mal abschmiert. Der dreht ja auf dem Teller, ne? Schon schön. Ich komme am Rückenflug vorbei, ja? Okay.
Windstille, dann haben wir gleich ein Bad hier stehen. Ne? Man kann ihn auch schön langsam und schön, aber jetzt mal ganz kurz noch abschmieren. Ja. Guck mal, wie schön eng man den fliegen kann. Rausgeschmissen werden. Das ist jetzt Thermik. Der Wind kommt quasi, wir fliegen jetzt quasi im Lee. Wieder steigt. Jetzt kommt der senkrecht runter. Und also Festigkeitsreserven sind enorm, oder? Also richtig Freude macht er. Nochmal Schnellflug. War das schnell oder war das schnell? Hm? Soll mir mal einer sagen, dass der keinen Durchzug hat. Für Schaum hat der einen tollen Durchzug. Oh, jetzt fliege ich hinten wieder auf die Ecke. Da geht's erst wieder. Also da habt ihr echt was Tolles gemacht, ihr Multiplexer. Ja, ja, das ist so genau das, was doch der Stingray macht, also der Große von X-Models. Der stand ja Pate für hier für den Funray.
der Stingray. Und man kann Thermik fliegen und man kann sehr gut Kunstflug mitmachen. Also das ist ein toller Mehrzweck-Allrounder. Im großen Leistungsspektrum. So, jetzt machen wir mal die Langsamflugeigenschaften. So, stellen wir den mal hin. Guck mal, wie langsam man den machen kann. Jetzt schiebe ich ihn rein. Jupp, haut er ab. Bitte. Mal nicht ganz so tief, oder? Nee. Ist das gut oder ist das gut? Hm? Wilfried, da geht nix. Kommt von hinten. Kommt von hinten, ja? Ja. So schnell geht das vorbei. Ja. Aber guck mal, so ein bisschen Lee kriegst du auf einmal einen Bart erwischt. Guck mal hier, ja. Lee-Bart. Ja. Upsi. Ja, hoppa. Ja, tricky. So, jetzt guck, Fahrstuhl. Doch, jetzt geht was. Da hinten ist noch ein schwarzer. So, ja. Ist aus Haut und Feder oder Fleisch und Feder. Ja, jetzt steht er wieder auf dem Hang. Jetzt können wir wieder Hang fliegen. Mal warten, bis der Wind wieder dreht. Durch die hohle Gasse muss er kommen, da unten. Jawoll. Wo ist man? Halt jetzt weg. Oh. Und sauber und zack. Ja, was soll man dazu sagen? Wiederholte Flüge, fliegt gut. Ihr habt ja genug gesehen. Ich muss ja nicht mehr reden. Also bis dahin, euer Stefan, der letzte Teil am Hang.